Fick dich. So. Ich habe genug Inventarslots, kann man das leisten. Ich guck erstmal, was ich hier. Ah, erstmal Energy Drinks vernichtet und dann sind wir wieder dabei. So, nehme ich den hier. Statt den. Moment, ich kann nochmal gucken. Das, was ich gerade nicht dabei, ein gefährlicher Holzknüppel, ey. Boah, ganz gefährlich. 130, ach, das ist, Ding ist nicht so stark. 108, 69. Nein. 117, 16. 117, 16 kommt weg. Obwohl, den kann ich noch aufrüsten. Ach, lass ich den liegen, ist mir egal. So, ich bin noch voll mit Leben. So. Noch voller Leben. Ich würde mal sagen, so, haben wir hier noch was? Mike. Ja, ich weiß. Ja, ich habe auch nichts für dich. Ich glaube, ich habe ein bisschen, nee, du hast ein bisschen Alk, ne? Aber, ja, aber nicht wir viel. Gehen eh nicht zu dem Penner. Der will 5 Flaschen. Ja, der andere Typ will nur, Dings hier, 3. Wie viel Geld habe ich? Zuverlässiger Stock, Einbauhackmesser, brutaler Baseballschläger, grausamer Baseballschläger. Das ist dann gerade meine stärkste. Oh Gott. Ich hätte den schwachen Stock wegschmeißen können. Fällt mir gerade auf. Mach das doch. Dann mache ich gleich, Moment. So, ich weiß nur, wir müssen da sowieso nochmal hin. Dort wird mal repariert. Dort wird repariert. Der grausame Nagel, aber der ist schon nicht schlecht, Alter. Nee, der ist auch nicht schlecht. Ich geh nochmal. Hier unten ist noch irgendwas zum Abgeben oder Geld oder irgendwas. Ach nee, das ist unser Typ hier. Schwacher Hammer, der hat nur 70 kommen. Und der Slip. Habe ich nicht genug. Händler Wayne hat sich mal hochbequemt aus seinem Stuhl heraus. Nein, wow, doch. So. Was hast du für mich? Was hast du denn mal? Hast du zufällig Munition oder sowas? Das wäre mal richtig geil. Ich hoffe mal eben noch ein paar Medikits. Scheiße. Ich glaube, Muni hat er nicht. Ich hab grad nachgeguckt. Hol du dir mal ein paar Medikits, das wäre ganz praktisch. Ich hab nur noch, ich kann mal eins holen. Nee, du kannst dich stapeln. Hol dir mal ein bisschen mehr. Ich hab nicht genug Kohle. Dann gebe ich dir was, Mann. Ich hab 1200. Warte, ich guck mal, was ich verkaufen kann. Algen, Autoersatzteil, Batterien, Motorteile. Nein, die werde ich ihm nicht verkaufen. Ach, das kann alles noch sinnvoll sein. Nee, schon gut. Komm. Den schwachen Stock. Moment. Zurück. Ich sehe dann ich sehe da oben einen roten ein rotes Ding. Ja, das ist immer noch bei Sanoi. Hilfe. Ist der Typ das? Der Sinamoi oder? Es gibt noch eine letzte Hoffnung. Einen letzten Ort, an dem wir hoffnungsvoll Lebensmittel finden. There might be some food and drinks there. I need you to go and bring everything you can find. Okay. Suchen und plündern. Durchsuche die beiden Tankstellen und bringe 2 was Getränkepacks zurück. Schwierigkeitsgrad, schwierig, Belohnung und danach. Okay, kein Thema. Let's do it. Gut, ich habe die 2 schon rumgeworfen. Gut. So, das ist ja nicht so schwer, dann machen wir mal eben die Quest, ne? Ja, die können wir ja noch machen. Ich würde mal sagen, danach ist Schluss. Ja. Erstmal. Wäre ganz sinnvoll, dann langsam mal. Man muss das auch rendern und auch irgendwann hochladen. Und mit 10 Minuten folgen, das dauert schon bei 2,5 Stunden, 4,5 Stunden. Tut mir leid, nicht 4,5, ja, glatte 4,5 fast. Naja. So, erstmal die Quest, die ist wichtiger. Jo. Ich fahre, gib Gas. Nicht dagegen fahren. War so klar. Natürlich, ich war überall gegen. Sondern es gegen Zombies. So, fahren wir mal zur ersten. Tanke, ja, die ist auf dem Weg. Und das ist auch ganz praktisch, dass wir die andere Quest bereits erledigt haben. Oh mein Gott, Alter. What the... Wie fährst du? Oh Gott. Ich
bitte. Ja, ich fahr chaotisch. So ein Scheiß, ich hab ja den Führerschein schon. Ja. Das war komisch was. Ach, so eine Kacke. Allein ich bin so ein Gentleman, ne? Ich lass dich das kaputt machen. Tja. Moment, ich steig aus. Nein. Oh, süß. Warte. Ich steig ein. Lass ihn rauskommen. Okay, Moment. Hallo. Ich hab mir beide Beine mit zwei Schlägen vernichtet. So. Hast du den Dings auch schon, den Schläger? Ich glaube, der ist noch nicht tot. Doch, hier liegt er. Messingschlagring. Brauchst du einen Messingschlagring? Hier ist Dietrichstufe 1 benötigt. Puh, nö, will ich nicht. Da ist wieder eine Truhe drin. Moment, ich geh mal kurz raus. Ja, pack mal auf den Jeep. Auf den Pickup. Behindern, Brecheisen. Ich nehme es mal mit. Vielleicht brauchst du das ja. Ich will jetzt auch nicht hier noch groß rumtuckern. Ich will jetzt zu zweit tanken. Moment, so. Lass irgendwas mich liegt hier noch. Ich fahr. Warte. Ja, ich fahr trotzdem. Irgendwas soll hier noch liegen. Achso, das ist die Getränkepackung. Jo, gib Gas. Hilfe, scheiß Kamera, bitte. Danke. So, wollen wir mal versuchen. Ganz ordentlich. Alter, ich hab nur einmal kurz berührt, ey, das war richtig gut, Mann. Nur ein leichter. Naja, ja, wir wissen Ansätze. Ja wohin, ne? Erstmal durch den Tunnel, dann nachher links. Immer schön geradeaus. Genau, dann nachher links. Wow, Auto. Oh, nicht gegen das Auto fahren. Bin ich nicht. Nein. Bin ich auch gar nicht, nein. Nur ganz knapp. War links. Knapp, ja. So ein bisschen Vollgas hier. Also hätten wir das gewusst, dann hätte ich die Dinger auch schon früher aufs Auto geladen. Na, ich glaube, man kann das nicht. Bam. Da haben wir nochmal zwei. Der eine hängt vom Auto. Ich sehe den nicht, ist mir auch egal. Hier sind die Bullen ich wieder. Ich habe mich echt schon gewundert, was die Dinger da sollen. Ja, ja, habe ich auch schon gedacht, so, hä, was ist das, Getränkepackung? Was sollen wir mit denen? Wobei irgendwie klar. Kann die hochheben. So, irgendwo da drin in dem Dings müsste der einer sein. Haben wir hier wieder einen Schläger. Ist er ausgestiegen schon? Ja, gut. Okay, ich höre da schon ein. Ich drehe mal eben um. Bist du ja, dort? Hier ist er. Moment. Gib Vollgas. So. Und nicht mich. Steht er wieder auf? Ja. So. Ich habe nochmal die Birne eingeschlagen. Moment, aus dem Weg. So, lassen wir den nochmal aufstehen, wenn er wieder aufstehen will. Irgendwo ist noch einer. So. Hol du mal den die Getränkepackung, ich mach den einen Schläger hier hinten platt. Oh, komm her. Moment. Ich muss hier noch einer schlagen. Ich stehe im Eingang. So. Lalala. Hast du die Getränke? Ich warte. Schon? Ja, ich halte seine Hand. Ja, Moment, ich hab gerade nur einen Gegner abgeschlachtet, deswegen. Man hört dich schon so. Schön Moment. Die Reifen quietschend. Ja. Warte, komm her, Stück vor noch. So, warte. Jo. Warte, ich lade. Ist da noch eine? Ja, Zeit. Hier liegen noch drei. Ne, zwei jetzt noch. Geil. Dann nehmen wir alle vier mit, ne? Würde ich sagen. Ja klar, Auto beladen. Wir brauchen zwar nur zwei, aber egal. Ey, komm, wir sind so nett. Jo. Haben wir ein bisschen Vorrat, ne? Ich finde das echt faszinierend. Ich hole gleich noch den Alkohol, der hier drin steht. Ja, nimm den mit, dann gleich. Das sieht immer noch geil aus, wie du gehst. Gut. So, das haben wir drin. Alkohol noch kurz. Jo. Einmal ein Energy Drink.
Suff, suff. Zum Glück muss man hier nicht tanken. Ja, das wäre schlecht. So, einmal das Häuschen zumachen. Ja, wir sind ja anständig. Und aufgesetzt. Moment. So, einmal gegen andocken, damit ich weiß, dass ich auch wieder vorfahren muss, ne? So. Ach ja, vier Saft Kartons hier hinten drauf. Die müssen wir wahrscheinlich gleich wieder hochtragen. Naja. Macht nichts. Jeder kann einen nehmen. Ja. So, langsam aber sicher kriege ich das hin mit der Karte. Langsam kenne ich sie. Einigermaßen. Ja, das ist eigentlich, finde ich, Wahnsinn. Irgendwann kennt man die Karte auswendig und dann braucht man eigentlich schon gar nicht mehr auf die Karte gucken und fährt einfach und kommt trotzdem ans Ziel. So. Oh, Zombie, hallo. Diese unverschämten Zombies. Ja, hier hinten auf dem Lieferwagen. Ich bin falsch gefahren. Kartons. Fällt mir gerade auf. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das... Was willst du? Ich bin falsch gefahren. Achso, ja, okay. Gibt's? Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Maschinengewehr, um die Saftkartons zu verteidigen. Ja. Die sind so wertvoll. Sonst hätten wir auch welche stehen gelassen und das wollten wir nicht. Ja. Hoppla, tut mir leid, das... Du kannst doch da durch die Mitte, durch die Pflanzen. Ich weiß, aber ich wollte noch den Zombie umfahren. Ach, ist doch egal. Nein, es sind EP. Du kriegst noch genug zum Umfahren. Ja, aber lieber jetzt die 24 EP einfach verdient, als dann nachher irgendwie gegen die Zombies total abstinken. Da war ein Schlicker, glaube ich. Naja. Ach, Mann, scheiße. Oh, fahr uns nicht hier fest. Ah, oh, ist die Werbung für den Energy Drink. Jojo. Hab sie gerade gefunden, Leibort. Ah ja, unser Zuhause. Unser zweites Zuhause. Hallo, gehst du auch auf? Danke, Mann. So. So, fahr mal in die Garage. So, absteigen. So, einmal mitnehmen, Saftpaket und hinauf. Ja, wir haben ja genug. Oh, das wäre doch richtig kacke alleine, ey. Muss erstmal zweimal hin. Ja. Außer man muss alleine nur eine. Ich weiß das ja nicht. Moment. Der Penner, der macht immer die scheiß Tür zu. Ja, ich weiß. Nervt. Did you check both gas stations? Wir haben die Dinger in der Hand, die Fettsack? Sieht so aus. Müssen wir die hier irgendwo hinstellen? Moment. Weiß ich nicht. Hallo? Moment. Müssen wir die hier vielleicht irgendwo abladen? Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht unten ins Lager? Keine Ahnung. Ich geh mal runter mit dem Ding. Stimmt irgendwo da draußen so. Keine Ahnung. Mhm. Ach, hier! Hier unten, ja. Scheiße, falscher Knopf. So. Und jetzt nach oben. Mit Cinnamore reden. Hey, auf unserem Auto stehen noch zwei. Können wir nicht runternehmen, geil. Nee. Die bleiben jetzt für immer da drauf, das ist unser Marschproviant. Ja, wollte ich auch gerade sagen, das ist cool. Das hat was. Und dann am besten noch so ein Ding, so ein... Thanks, mate. I was losing hope. It's just what I was hoping for. Perfekt. Bitteschön, dann nehmen wir uns natürlich den ordentlichen Cash. Quest abgeschlossen, suchen und plündern. Neue Quest geboren für die Wildnis. Jo. Hat er uns was, was zu sagen? Cash. Frequency I can in nothing, mate. Silence. No trace of that guy who said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter, but who knows how long that'll take. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. I was afraid to even think about it, but I don't think we have a choice. I need you to go look for supplies in the town. Can you do this for us? Okay, geboren für die Wildnis. Hilf Cinnamoy erneut. Na toll. Schwierigkeitsgrad sehr schwierig. Belohnung 2100, 2100 EP und Diamanten. Oh, fett. The tunnel leading to the town is blocked. Those things are everywhere. But I have a plan. There's a truck we can use to punch through.
I saw some blokes pull an 18-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. If anything can get through the tunnel, it's that rig. Guaranteed. Get to the parking garage and bring back that truck. Once you do that, then we'll worry about the rest. Ja, gut. Ich würde mal sagen, das war's. Ja, das war's für heute. Die nächsten Quests, ich würde auch mal sagen, wir machen erstmal noch ein paar Nebenquests und nicht wieder... Ja. Weil wir haben ja noch ein bisschen was hier. Haus voller Überraschungen, da müssen wir auch nochmal hin. Ja. Richards Haus, Feuer und Flamme und Familienangelegenheit. Die haben wir schon richtig lang, ne? Ja, aber was soll's? Wir haben halt ein paar andere Sachen gemacht, die ja auch sehr interessant sind. Ein paar Erkundungstouren zu den verschiedenen Orten. Also ich fand, die Folgen werden ziemlich gut, finde ich jedenfalls. Also ich freue mich echt drauf, wenn die online kommen. Jo, gut. Dann würde ich mal sagen, also, das war ja Let's Play Together Dead Island für diese Aufnahme. Heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute für diese Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschaußen. Ja, hoffe ich. Ciao.